Hallo, mein Name ist Lisa Maria Viertaler. Ich bin 22 Jahre alt und arbeite im Abo-Katharinengarten in Ingolstadt. Ich habe als erstes Bürokauffrau gelernt, weil ich eigentlich ganz gut mit Zahlen umgehen kann. Habe das auch abgeschlossen. Ich habe mich dann umgeschaut, was ich machen kann und wollte eigentlich keine neue Ausbildung machen. Ich wollte eigentlich studieren und bin dann da irgendwie reingestolpert. Ich habe danach in Klasse schon mal ein Praktikum gemacht und wollte es eigentlich nie machen. Bin trotzdem reingestolpert und seitdem will ich nichts anderes mehr machen. Also der absolute Traumberuf. Und ich will auch nirgendwo anders mehr hin. Das ist perfekt so. Die Weiterbildungsmöglichkeiten sind in der AWO eigentlich am besten. Also von allen Heimen, in denen ich war, zum Vorstellungsgespräch, war die AWO einfach die mit den besten Aussichten für die Zukunft. Wenn es jetzt darum geht, einen Stationsleitungskurs zu machen oder irgendwann vielleicht mal PDL zu werden, also Pflegedienstleitung, hat man in der AWO einfach die beste Unterstützung.